Wie viel muss Deutschland noch ertragen? Den Zweiten Weltkrieg haben wir unglücklich verloren. Für die EM sieht's auch gar nicht gut aus. Und diese blonde Bumsfresse wird demnächst 250.000 Peitschen abgreifen, mehrere Sterntitel vollmachen und Wetten, das moderieren. Furchtbar. Doch damit nicht genug. Am vergangenen Freitag kam es noch dicker. Harald Schmidt war krank. Nein, nicht geisteskrank, das war schon länger klar. Schmidt wurde vielmehr Opfer einer der schrecklichsten Seuchen unserer Zeit. Brechdurchfall. Schlimme Magen-Darm-Geschichte. Die Symptome waren grauenvoll. An eine gepflegte Moderation war nicht mehr zu denken. Der Körper gehorchte nicht mehr. Schmidt gab auf. Die ganze Welt trauert mit uns. Alle wissen, Dünnpfiff ist ein One-Way-Ticket. Ob Harald Schmidt die Krankheit besiegt hat, ob wir den noblen Nürtinger jemals lebend wiedersehen, das wissen wir erst, wenn diese Musik erklingt. Badatadatadatadat, badatadatadatadat, badatadatadatadat. Helmut Zerlett spielt heute Abend, das ist aber schön, er spielt ohne Daumen. Und schau, das hier hat mir mein liebes Team hier hingestellt, verschiedene Tees und Zwieback. Essen Sie Zwieback, wenn es Ihnen schlecht ist? Ich zum Beispiel esse schon lange keinen Zwieback mehr, weil man behält ihn eh nicht bei sich. Und es bröselt so. Und dann hat man mir hergestellt Galletee, Schlack, was Schafgarben, Harntee und das besonders schön Verdauungstee. Wenn man es eh schon mit dem Magen hat, dann Verdauungstee. Ja. Und hier ist das heiße Wasser. Aber ich glaube, ich mache mir keinen Tee, sondern wissen Sie, was ich trinke, wenn es mir schlecht ist? Wollen Sie das überhaupt wissen, was ich trinke, wenn es mir schlecht ist? Ja, und zwar, mir hat mal einer gesagt, wenn es dir schlecht ist, ja, musst du Cola trinken. Coca-Cola, das fantastische koffeinhaltige Brausegetränk, das immer schamhaft koffeinhaltiges Brausegetränk genannt wird in allen Fernsehsendungen, damit man sich nicht dem Verdacht der Schleichwirkung aussetzt. Nein, ich sage Coca-Cola. Ich weiß, ja, und zwar Hardcore-Coca-Cola. Nicht light, sondern Hardcore. Und ich weiß nicht, ob auch Pepsi-Cola hilft, um der Ausgeglichenheit willen, aber Coca-Cola soll angeblich helfen. Und ich habe dann Cola getrunken und es dauerte ungefähr 20 Sekunden und es war wieder da. Ja? Und was dann der liebe Freund vergessen hat, mir zu sagen, war in kleinen Schlucken, in langen Abständen und immer zwischendurch mit dem Löffel rühren, damit die Kohlensäure rausgeht. Und ich finde, das sieht richtig debil aus. Ja? Wenn man irgendwie so zusammengefaltet im Bademantel in der Küche sitzt und dann die Kohlensäure aus dem Cola rührt. Völlig elend. Grün, ja? Ich habe gedacht, wenn Starnke das jetzt sehen könnte. Das würde sich vielleicht entschädigen. Und dann so. Und dann immer dieses Warten, ja. Hilft das? Bleibt es drin? Ja. Oh, dann schalten wir den Fernseher ein. Oh Gott, Assauer mit Zigarre. Ja. Was führt Sie zu uns heute Abend? So festlich gewandelt? Verehrung. Verehrung? Harald, wir dachten schon, wir hätten dich verloren. Doch jetzt sitzt du hier und siehst aus wie neugeboren. Das macht uns glücklich und darum singe ich dieses Lied. Denn du hast den Durchfall besiegt. Es war ein schrecklicher Krieg. Du wusstest nicht, was geschieht. Doch du hast den Durchfall besiegt. Wie viele leere Stunden saßt du auf dem Klo? Hast gekämpft, hast geschrien, hast geweint, doch du gingst nicht K.O., nein. Dein unbeugsamer Wille war es,
der die Schlacht entschied. Ja, du, du hast den Durchfall besiegt. Mein Gott, es war ein schrecklicher Krieg. Mit Wunden, die man nicht sieht. Du hast den Durchfall besiegt. Er hat den Durchfall besiegt. Hi. Dankeschön. Ja, ist toll. Wenn man Freunde hat. Herr Edel. Falls Sie, meine Damen und Herren, übrigens im Internet nach Medikamenten oder nach ärztlicher Hilfe suchen, falls es Ihnen einmal im Gastro-Bereich schlecht geht, falls Sie einen Gastroenterologen brauchen, hier ist unsere heutige Internetadresse für Sie. Hallo, Mr. Singh. Wie lautet die Adresse? www.offerstanden.de. Vielen Dank. Mr. Singh, Mr. Singh. Vielleicht war das auch die Strafe, meine leichte Magenverstimmung. Weil die letzte Sendung, wann war das dann? Am Donnerstag? Ja, am Donnerstag. Da habe ich ja den Dixie-Klo-Kalender vorgestellt. Wie heißt das in der Psychologie? Self-fulfilling prophecy. Ja? Hier, den Dixie-Klo. Und ich habe ähnlich wie bei Coca-Cola und Pepsi-Cola darauf hingewiesen, wir wollen uns nicht dem Verdacht der Schleichwerbung aussetzen. Wenn Sie auch ein mobiles Abtrittshäuschen fertigen mit Ihrem Start-up-Unternehmen, schicken Sie uns den Kalender und dann zeigen wir den auch. Und schon kam der zweite Kalender, nämlich Erich Lauchs Dienstleistungen im Baustellen- und Veranstaltungsbereich. Einen ebenfalls sehr peppig aufgemachten Kalender zeigen wir gerne Erich Lauchs. Cool. Die Firma Erich Lauchs aus Neu-Isenburg im Baustellen- und Veranstaltungsbereich, das muss man ja auch mal sagen. Diese Dixie-Klos stehen ja nicht nur auf den Baustellen, sondern sie stehen bei sogenannten Events. Und das sollten Sie mal sehen, meine Damen und Herren. Wenn Ihre Publikumslieblinge, unsere Stars aus Serie, Film, Funk und Fernsehen, schon zugedröhnt und angeheitert im Abendkleid oder Smoking über feuchte Wiesen auf das Dixie-Klo zutorkeln, weil bei irgendeinem Fernsehpreis die Halle nicht rechtzeitig fertig geworden ist. Wer ist denn das? Oh, hör mal, das ist doch... Ich kann den Namen nicht sagen, kommen wieder diese Klagen. Ja. Vielleicht noch mit dem Preis in der Hand. Da stehen die auch, die Dixie-Toiletten. Ja, nicht rechtzeitig fertig geworden. Durch ungünstige Umstände, natürlich. Stellen Sie, wenn wir den Zwieback essen? Ja? Ich habe mal einen Satz von Hans-Dieter Hüsch gehört. Der kürzlich 75. Geburtstag feierte. Und der hat es auch auf der Bühne gemacht, das hat mich tief beeindruckt. Ich habe nicht gedacht, dass ich diesen Satz jemals brauchen kann. Der hat gesagt, mir hat mal einer gesagt, wenn du auf der Bühne isst, musst du sehr bewusst essen. Habe ich damals nicht verstanden, heute weiß ich, was ich gemeint habe. Und mein Vater immer beim Essen zu mir gesagt, kau richtig. Wie ein Löwe. Mir kaut ein Löwe. Jeden Bissen 46 Mal. Stimmt das? Haben Sie mal nachgezählt? Und jetzt kommt die Abteilung in der zweiten Klasse zwischen Ulm und Kempten gesehen. Aha!
Ah!